Also wenn ich jetzt hier keinen Müll mache, dann kriege ich hier eine Runde im Hardcore-Modus hin. Wir werden heute einfach mal den Hardcore-Modus spielen in StumbleGuys. Dieser Modus ist nicht normal. Leute, unbedingt jetzt nochmal an dieser Stelle einen fetten Daumen nach oben da lassen, denn im Hardcore-Modus dürfen wir nicht ein einziges Mal runterfallen. Wenn wir einmal runterfallen, fliegen wir sofort aus dem Spiel raus und sind einfach mal tot und müssen so gesehen eine neue Runde starten. Es wird also sehr verrückt. Oh mein Gott, gerade bei Tilefall. Tilefall als Anfang. Das ist ja mal nicht normal, Leute. Das ist nicht normal. Sondern werde ich jetzt mal zusehen, dass ich nicht ganz vorne bin, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt hier ganz zuerst runterfalle oder geboxt werde, ich meine, bei Tilefall ist es ja gang und gäbe, dass man runtergeboxt wird. Oh Gott, ich schaffe es. Ja, ohne runterzufallen. Wichtig, Leute, wichtig. Sehr gut. Wir sind im Ziel angekommen. Gerade bei so einem Spiel wie bei Tilefall fliegt man ja ständig runter. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber Leute, falls ihr es noch nicht wusstet, morgen werde ich auch einen Stream machen. Denn morgen kommt ja der neue Stumble Pass heraus. Also auch das neue Update. Und da werden wir auf jeden Fall gemeinsam rein streamen. Also unbedingt morgen vorbeischauen beim Stream. Ich denke mal, es geht so los gegen 10 Uhr herum. Ich werde nochmal eine Ankündigung machen. Also unbedingt auch Glocke aktivieren. So, hier heißt es, ja gut, hier kann man eigentlich nicht runterfallen bei Pivot Push. Deswegen ist diese Map, würde ich sagen, eigentlich relativ einfach. Ich denke mal, Hindernisse sollten okay sein. Also, dass wir von Hindernissen getroffen werden. Aber man muss dazu sagen, hier auf dieser Map gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, um von Hindernissen getroffen zu werden. Also ich meine, es gibt jetzt hier theoretisch diese Kugeln. Okay, aber das kann man auf jeden Fall ganz gut vermeiden, dass man hier von diesen Hindernissen getroffen wird. Sondern würde ich sagen, Leute, sehen wir zu, dass wir jetzt hier einmal durchkommen. Und das hat bislang ganz gut funktioniert mit dem schönen Superman-Skin konnten wir hier auf jeden Fall ganz gut durchkommen. Gucken wir mal, was das nächste Spiel ist. Bin auch gespannt, ob wir auf diese Art und Weise einen Win holen können. Denn wie gesagt, es gibt aber auch tricky Maps. Beispielsweise, das könnte eine schwierige Map sein. Lava Rush stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Oder, ja, Lava Land sowieso. Ah, hier heißt es. Komm, wir machen noch Hardcorer, Leute. Wir dürfen nicht mal von Hindernissen getroffen werden. Also, sobald uns ein Hindernis trifft, ist auch Ende. Deswegen muss ich eigentlich abwarten. Oh Gott, das ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Also, wir dürfen also nicht runterfliegen und wir dürfen nicht von Hindernissen getroffen werden. Sonst ist das Ganze hier wirklich vorbei. So, deswegen gehe ich jetzt mal hier außen rum. Das hier zähle ich übrigens nicht als Hindernis, wo ich gerade gegen gekommen bin. Also, nur mal so am Rande. Okay. Also, sobald ich quasi so einmal weggesteuert werde... Na! Sobald ich von irgendwelchen Sachen weggeschleudert werde, wie von den Kugeln... ist Ende. Aber die hat auch einfach perfekt auf mich gezielt, ne? Ey, es war so knapp. Es hätte echt jetzt schon beim ersten Versuch klappen können. Aber nein. Oh, und wir bekommen schon wieder Tilefall. Oh, sehr ekliges Spiel. Aber lieber bekomme ich Tilefall als erstes Spiel, als gleich im Halbfinale. Deswegen halte ich mich jetzt auch wieder ein bisschen zurück, um zu gucken, wie der Weg so ist. Und ich darf natürlich wieder nicht runterfliegen. Oh Gott, ey Jungs, macht ganz ruhig. Macht ganz ruhig hier. Ich will nicht runterfliegen. Ich darf auch nicht runterfliegen. Mal nur so am Rande. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, Junge. Ich wurde einfach von der Masse weggeströmt. Das ist echt eklig, aber kann auf jeden Fall passieren. Dementsprechend, Leute, ihr seht, das ist so deutlich schwieriger. Ihr müsst es mal selbst ausprobieren, dass ihr von keinen Hindernissen berührt werden dürft. Von... kein einziges Mal runterfallen dürft. Ey, das ist wirklich nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Also, wenn mich jetzt einer boxen sollte, das zähle ich übrigens nicht zu einem Hindernis, ne? Und ich glaube, die Map Jungle Roll, die bietet sich sogar ganz gut hier an, weil scheint, glaube ich, keine komplizierte Map zu sein. Wobei, klar, wir können hier rechts runterfliegen. Das würde theoretisch gehen. Ich lasse das Video auch übrigens extra so uncut wie möglich, damit ihr auch seht, okay... ich verliere hier auch. Sonst könnte ich mir das natürlich zurechtschneiden, dass ich hier kein einziges Mal runterfalle. So, und hier muss ich ein bisschen geduldiger sein. So, hier, genau. Man hätte jetzt auch den Trick nutzen können und einfach rüberspringen können. Dann nimmt man quasi diesen Checkpoint mit. Aber dann fällt man halt zu 100% runter.
Deswegen erspare ich mir das Ganze. Aber wir sind im Ziel. Und das ging doch ganz gut jetzt hier. So, Leute. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Was ist das nächste Spiel? Bot Bash. Oh mein Gott. Das heißt, wenn mich ein Marienkäfer trifft, ist auch hier Ende. Alter Spiel, das ist krass. Das ist wirklich krass, weil die Marienkäfer, das wissen wir alle, die können einen echt auf die Nerven gehen. Das einzig Gute daran ist gerade, dass wir wirklich, eine 16er Lobby haben. Das heißt, es kann natürlich sein, dass hier das Ganze sehr schnell zu Ende geht. Ich versuche mich jetzt hier mal so ein bisschen die Marienkäfer zu konzentrieren, dass ich nicht getroffen werde. Weil jeder Hit hier ist auf jeden Fall... Oh Gott, jeder Hit hier bedeutet das Ende für mich. Aber der ist schon mal runtergeflogen. 5 von 7... 5 sind schon runtergeflogen, perfekt. Und ich glaube, ich werde es schaffen, nicht getroffen zu werden. Oh Gott, der Inferno Dragon, der war es. Der war es. Oh mein Gott, Runde vorbei. Ja gut, jetzt wurde ich gerade auch getroffen, als Runde vorbei kam. Aber ich konnte mich auch nicht mehr bewegen. Das ist, denke ich, komplett okay. Genau, weil ich mich ja nicht bewegen konnte. Aber jetzt heißt es, Leute, beten. Beten, dass jetzt irgendwas Cooles kommt. Und es ist... Oh, Honey Drop. Honey Drop, geiles Spiel. Weil hier theoretisch keine aktiven Hindernisse sind. Oder hier kann man eigentlich auch nicht so wirklich runterfliegen. Dementsprechend würde ich sagen... also wenn man runterfliegt, ist man hier halt, wie gesagt, ganz draußen. Das meinte ich hier. Natürlich kann man runterfliegen, aber dann ist man so oder so draußen. Jetzt muss ich aufpassen, denn ich versuche natürlich möglichst lange hier auf der Plattform zu überleben. Oh Gott, hier kann ich eigentlich rüberspringen. Ja, ist schon mal ganz gut. Dann kann ich... Oh ja, der wollte mir noch das Ganze hier klauen, aber nix da, Kollege. Nix da. Das hier ist nämlich meine Plattform. Jetzt muss ich mal ganz gut selbst schauen, wo ich hinspringen sollte. Ich glaube, ich springe jetzt mal hier hin. Da scheine ich nochmal ganz gut Platz zu haben. Es werden aber auch jede Menge kommen, die wahrscheinlich versuchen, mir meinen Platz zu klauen. So, ja, sieht nicht so gut aus. Hier rechts die Seite ist, glaube ich, ganz voll. Ich gehe mal lieber hier auf diese Seite, hätte ich gesagt. Oh Gott, Leute, oh Gott. Ich glaube, hier die Seite kann ich mir auch nochmal snacken. So, oh. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite sich eignet. Ey, haut ab, Jungs. Oh mein Gott, den habe ich... Ich habe beide runtergeboxt. Let's go, Leute. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott. Also einen habe ich runtergeboxt, besser gesagt. Ja, das müsste ich haben. Das müsste ich eigentlich in der Tasche haben. Let's go. Und das haben wir auch, Leute. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, eine Runde im Hardcore-Modus zu überleben. Ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Runde. Denn es war echt krass. Also wir haben echt kein Hindernis berührt. Sind auch kein einziges Mal runtergefallen. Und ich denke, das ist doch schon mal ganz nice. So, dann würde ich sagen, Leute, schauen wir mal, ob wir jetzt nochmal in der zweiten Runde was reißen können. Beziehungsweise eigentlich ja schon dritte oder vierte Runde. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, wir bekommen als erste Map Floor Flip. Alter, das kann richtig eklig werden. Denn wenn die Spieler einfach mal wieder den 31er-Move machen und sich nicht einigen können, auf welche Seite sie gehen. Wobei, ich glaube, ich schaffe das. Ich glaube, ich schaffe das. Ja, perfekt. Das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Also eigentlich, glaube ich, sollte das klappen. Außer ich knall jetzt hier gegen den Hammer gleich oder nehme die Würfel falsch. Dann sieht es sehr schlecht für uns aus. Oh, Hammer, war sehr, sehr knapp. Okay, also wenn ich jetzt hier keinen Müll mache, dann kriege ich hier eine Runde im Hardcore-Modus hin. Sehr, sehr nice. Und, ah, Jungs, nicht schon... Ah, ich habe es noch hinbekommen. Sehr gut, ich habe es noch hinbekommen. Okay, darauf mache ich hier so einen Breakdance, Leute. Sehr, sehr nice. Und let's go, ab ins Ziel. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr etwas an Halloween macht. Würde mich echt mal interessieren, denn heute haben wir ja Halloween. Beziehungsweise das Video kommt am 31. Also doch, heute feiern ja die meisten Halloween. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas Besonderes macht. Vielleicht um die Häuser gehen. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es ganz lustig, weil es genau das Szenario wieder gibt, was man bei Floor Flip erwartet. Die kommen hier einfach nicht weiter. Es ist so nervig, ne? Also wirklich, es ist so nervig. Einige sind, glaube ich, hier noch vorne, habe ich gesehen. Vorm Ziel, kann das sein? Ja, da die Banane wartet vorm Ziel. Und besonders die Banane ist lost, weil irgendwann ist das Spiel auch vorbei. Das heißt, wenn er nicht ins... Oh Gott, er ist so lost. Er hat einfach verloren, weil er hier gewartet hat, um die anderen zu trollen. Oh mein Gott, er hätte durchs Ziel laufen müssen. Dann hätte er gewonnen. Oh mein... Also das war richtig lost. Das war richtig lost. Aber gut, ist mir eigentlich voll egal. So,
Was haben wir jetzt hier noch am Start? Wir haben noch als nächste Map einfach mal Timefall. Ganz, ganz eklig. Besonders, wenn man im Halbfinale ist, weil die hier viel mehr schwitzen, einen runter zu boxen. Und man muss auch deutlich schneller sein, weil hier nur, ja, ich sag mal, bessere Spieler sind. Ich werde mich einfach so ein bisschen zurückziehen und warten, bis sie durch sind. Ich denke mal, das ist so die beste Strategie, weil sonst werde ich gleich von irgendeinem Random weggekickt. Und das macht auf jeden Fall für mich keinen Sinn. Ah, okay, okay. Lol, ist der nicht runtergeflogen, der Weihnachtsmann? Okay, das klappt, Leute. Das sollte klappen. Sehr schön, sehr schön. Komm, wegrätschen. Oh, ja. Ja, let's go. Wir haben es geschafft. Dieses Zurückhalten war auf jeden Fall die richtige Strategie dafür. Ach, wir hatten 13 Spieler. Okay, krass. 13 Spieler. Ja, stimmt. Ja, klar. In der ersten Runde kamen ja nicht 16 weiter. Okay, gucken wir mal, was jetzt als finales Spiel drankommt. Und es ist einfach mal Lost Temple. Oh mein Gott, das wird schwer. Das wird wirklich schwer, Freunde. Denn hier hat man so viele Hindernisse und wir dürfen von keinem Hindernis erwischt werden. Noch dürfen wir runterfallen. Also gar nichts ist hier erlaubt. Okay, 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 okay. Oh, der Kollege wäre jetzt schon raus nach meinen Spielregeln. Oh ja, ja, sieht gut aus. Es sieht aktuell gut aus. Hier auch nicht erwischen lassen. Hier bloß nicht erwischen lassen. Zack. Hier ein bisschen streifen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Egal. Oh Gott. Das heißt, der einzige Punkt, wo ich noch rausfliegen könnte, ist jetzt die Kugel. Oh Gott. Und die Kugel, die droppt mich auch nicht weg. Das heißt, oh mein Gott, Lost Temple geschafft, ohne ein Hindernis zu berühren. Let's go, Leute. Lasst ein Like da.